Hollywood, das ist Glamour, Geld, Glitzer, Ruhm und Reichtum. Auf der Bühne des Apollo-Varieté-Theaters zeigen die Künstler mit dem neuen Programm alle Facetten des berühmten Stadtteils von Los Angeles. Der Zauberkünstler Daniel Craven beispielsweise zieht die Zuschauer mit seinen Tricks und Illusionen in seinen Bann. Das habe ich immer schon gemacht. Seit ich 7 Jahre alt bin, habe dann natürlich erstmal so meinen Eltern zuliebe den straighten Weg da eingeschlagen, erstmal nur studiert und dann habe ich dann irgendwann, als dann die Chance da war, das hauptberuflich zu machen, dann umgeschwenkt. Natürlich gibt es von Copperfield und Co. sehr viele schöne Illusionen, die man gerne machen möchte. Von der großen Kreissäge zerteilt, sich in rotierenden Düsenjet eine Düse hineinziehen lassen. Aber das sind halt alles auch auf der anderen Seite schon Sachen, die es schon gibt. Und die Herausforderung ist, glaube ich, noch etwas Neues zu finden. Ne? Ins Staunen geraten die Zuschauer auch bei den akrobatischen Künsten des Duo Real. Alla Klüster und ihr Partner verlangen ihren Muskeln alles ab, wenn sie einen einmaligen Paartanz an der Stange zeigen. Eigentlich spielen Ray und ich die Charaktere von einem sehr berühmten Hollywood-Paar, Angelina Jolie und Brad Pitt, Mr. und Mrs. Smith. Wir versuchen, diese Charaktere an die Stange zu bringen. Aber auch abseits der Stange beweist sie akrobatisches Geschick. Die unzähligen Hula-Hoop-Reifen müssen erstmal so beherrscht werden. Für die Show heute Abend benutze ich 50, normalerweise nehme ich aber 100 Stück. Ich bin Rekordhalterin in der Ukraine im Hula Hoop. Neben diesen Attraktionen dürfen natürlich auch Filmklassiker wie Star Wars nicht fehlen. Ein weiteres Highlight, die Lasershow von Santiago Ruiz. Wer die Stars of Hollywood einmal live erleben möchte, der hat noch bis zum 2. November die Gelegenheit dazu im Apollo Varieté Theater. Tickets und weitere Informationen gibt es unter apollo-varieté.com.